Hallo und herzlich willkommen im Arbeitszimmer. Folgendes hat sich zugetragen. Das Jahr letzte ist vorbei und das neue hat angefangen. Und wie so viele habe auch ich gute Vorsätze. Bring's zwar nicht, aber habe ich trotzdem. So, da ich aber nicht nur gute Vorsätze habe, sondern auch euch, habe ich gedacht, könnte ich euch als Motivationsverstärker verwenden, um meine guten Vorsätze auch mal umzusetzen. Also zumindest einen winzig, winzig kleinen Teil davon. Und zwar hatte ich mir überlegt, es wird Zeit für ein Survival-Training mal wieder. Ja, denn meine Bauchtreffer-Absorptionsmasse hat weiter zugenommen und mein Sofa ist gemütlich Faktor hat ebenfalls weiter zugenommen und deswegen wird es allerhöchste Zeit. Ich meine, immerhin waren wir am Ende von unserer Grönland-Tour sogar in einem Hotel. Wir bereuen nichts. Und deswegen wird es allerhöchste Zeit, jetzt hier mal wieder einen auf Survival zu machen. Genau, und deswegen, damit ich mir das jetzt nicht alles selber ausdenken muss, was für ein Survival-Training ich denn machen möchte, das kann man schon machen und das ist dann auch ganz lustig, aber es ist noch viel lustiger, wenn ich es mir nicht selber ausgedacht habe. Und deswegen dachte ich mir, ich gebe euch mal ein paar Vorgaben und ein paar Ideen und ihr schreibt mir in die Kommentare, was ich machen soll. Wie das genau funktioniert, kommen wir gleich noch dazu. Ich habe mir da was ganz, ganz Kniffliges ausgedacht. Ja. Also es ist hochgradig komplex und werden nur die aller Ausgewähltesten der Ausgewählten verstehen, worauf ich hinaus will. Ja. Mhm. Grundsätzlich, egal welches Szenario wir uns jetzt aussuchen, was ich immer an Ausrüstung mitnehmen darf, also einfach aus technischen Gründen, ist ein Rucksack mit einer Isomatte hinten drin, damit ich den gut tragen kann, weil ich nämlich schon weiß, welchen Rucksack ich nehmen möchte. Und diese Isomatte, die werde ich dann auch verwenden wollen. Das ist also der eine Gegenstand, den ich mir in jedem Fall rausnehme, dass ich ihn zusätzlich dabei habe, zu dem, was immer ihr mir antun wollt, grundsätzlich eine Isomatte, beziehungsweise halt die BW-Mehrzweckunterlage. Dass das Ding nicht wirklich isoliert, wissen wir alle, aber schützt zumindest mal vor Nässe und die hätte ich gern dabei. So. Und in jedem Fall auch dabei eine Lampe oder auch mehrere. Das ist relativ wurscht, weil A, ich bin der festen Überzeugung, dass egal was für eine Survival-Ausrüstung man dabei hat, man in einer Klimazone, in der gerade Winter ist, dementsprechend dunkel und je nachdem, wie wörtlich man ist, eventuell auch super lange dunkel, mit das Allerwichtigste, was man dabei haben kann, bei einem realistischen Survival-Szenario, erstmal eine Lampe ist. Weil ein realistisches Survival-Szenario ist ja nicht, dass man morgens in den Wald gedroppt wird und dann den ganzen Tag Zeit hat, bis es dunkel wird, sich so weit einzurichten, dass man, wenn es dann dunkel wird, nur noch schlafen muss und warten, bis es wieder hell wird. Realistisch ist, dass man irgendwann, also selbst das ist nicht besonders realistisch, aber realistisch her ist natürlich, dass man irgendwann in den Wald gedroppt wird. Und das kann natürlich auch logischerweise nachts sein. So, hier stehst du nachts ohne Lampe im dunklen Wald und sollst dir jetzt mit deinen ach so tollen sonstigen Survival-Ausrüstungskrempel da in irgendeiner Form irgendwie zurechtkommen. Ja, viel Spaß ohne Licht. Klar, man kann sich dann was anzünden, aber da müsste man bei seinen Survival-Utensilien schon was dabei haben, mit dem man relativ einfach was anzünden kann, weil im dunklen Wald, je nachdem wie dunkel die Nacht dann ist, findest du vielleicht noch eine Birke, wenn du direkt davor stehst, aber sonst auch nicht. Ja? Das heißt, dann wird es auch mit Feuer irgendwie Licht machen schwierig. Und generell Brennholz finden, scheiße. Verletzungsrisiko, gerade bei einem realistischer, Survival-Gedöns ist im Dunkeln rumstapfen in einer Landschaft, in der man sich nicht auskennt, mitten im Wald abseits der Wege, echt die dämlichste Idee, die man so haben kann. Das Verletzungsrisiko ist viel zu groß. Ja? Deswegen, ich brauche in jedem Fall eine Lampe. Ich würde sie dann halt bei gegebenenfalls bei den verschiedenen Szenarien irgendwie mitschmuggeln, sei es im Hut, sei es am Hut, sei es sonstige Optionen, sehen wir gleich.
Aber das ist mir alles zu umständlich und da ich die Lampe auch nicht nur sparsam einsetzen möchte, wenn ich zum Beispiel irgendwie so ein winziges Ding nehme, wo ich nur begrenzt Batterie habe oder nur winzig wenig Licht, was für meine Zwecke zwar ausreichen würde, um nirgendwo dagegen zu rennen, aber was dann scheiße ist, wenn ich auch was filmen möchte nach Einbruch der Dunkelheit. Und deswegen habe ich die Lampe jetzt mal ausgeklammert, damit ihr auch seht, was ich tue. Weil sonst ist das langweilig, wenn ich im Dunkeln hocke und keiner sieht mich und ich versuche zu kommentieren, was ich gerade versuche noch zu tun. Weil ich sehe besser im Dunkeln, als es die Kamera tut. Nicht, dass ich besonders gut sehe im Dunkeln, aber immer noch besser als die Kamera. Und deswegen ist das unfair und doof und plus eben diese Isomatte. Ja, man kann eine Unterlage komplett aus Waldmaterial improvisieren. Und da ich nur so eine super dünne Isomatte habe, werde ich in den meisten Fällen wahrscheinlich auch genötigt sein, mir da irgendwas einfallen zu lassen, um mich vor der Bodenkälte zu schützen. Aber es ist schon ein Unterschied, ob man den halben Wald abräumen muss und einen riesen Stapel an Bodenisolationsmaterial auffüllen, oder halt moderat, damit es halt zusammen mit der Isomatte dann so gerade so reicht. Und da geht es einfach drum, auch um den ja nicht völlig übertreiben, was Waldprodukte-Nutzung angeht, Aspekt. Einfach weil es ist nur Blödsinn, es ist nur Training. Da muss man nicht mehr kaputt machen als notwendig. Ja, ein klein bisschen was kaputt machen, das mag ja vielleicht noch, wenn man das nur hin und wieder mal ganz selten tut, legitim sein, aber also kaputt machen in Anführungszeichen. Ja, erfahrt ihr dann alles bei der Sache selber. Muss ich jetzt nicht noch allzu viel philosophieren. Nur das soll halt eben das ein bisschen reduzieren. Und ganz ehrlich, es ist natürlich für mich auch ein Stück Komfort. Klar, das ist es. Ja. Aber ja, also die drei Sachen hätte ich standardmäßig. So, und jetzt geht es um die zusätzliche Ausrüstung, was ich noch mitnehmen darf. Achso, und übrigens Klamotten nach Wahl. Ja, also meiner. Ich ziehe mich an, wie ich möchte. Ja, da dürft ihr mir auch nicht reinquatschen. So, Szenario 1. Hut mit beliebiger Füllung. Der hat ja innen drin so eine Tasche und da kann man noch ein paar Kleinigkeiten unterbringen. Das obliegt dann mir, was ich da rein tue. Ja. Szenario plus, also Hut mit beliebiger Füllung, plus einen Gegenstand nach Wahl. Meiner Wahl. Ja. Ein Gegenstand bedeutet zum Beispiel Messer, wenn da ein Feuerstahl dranhängt oder drin hängt oder in den Griff integriert ist, ist es trotzdem noch ein Gegenstand. Oder ein Messer mit Scheide ist auch ein Gegenstand. Ja, also wir wollen dann nicht kleinlicher sein als Herr Klein und dementsprechend ja, es nicht völlig übertreiben. Oder angenommen, ich würde ein Zelt mitnehmen, dann wäre das auch ein Gegenstand, was in einem Beutel drin ist. Theoretisch, Problem. Allerdings wiederum nicht unbedingt jetzt bei einem Tarp, wäre Tarp, also die alleine geplane, ein Gegenstand, obwohl ich in meinem Tarpsack jetzt noch Heringe drin habe und Schnüre und so weiter und so fort. Das wäre dann zu dreist, finde ich. Das wäre dann echt zu dreist. Auch ein Zelt mitzunehmen wäre selbstverständlich zu dreist, aber eigentlich ist das ein Gegenstand. Nur darf ich ein Zelt nicht mitnehmen, weil oberstes Gebot, also nicht unbedingt oberstes, aber eins der wesentlichen Gebote für den ganzen Blödsinn, den ich hier vorhabe, so legal wie möglich. Also Zelten im Wald schaltet mal wieder aus. Und zwar so legal, dass es auch andere Leute reproduzieren könnten, wenn sie dann wollen. Heißt, ich nehme hier keinerlei Sonderrechte, die ich gegebenenfalls in manchen Waldstücken besitze, ja, in Anspruch. So. Soll heißen, wenn ich ein Feuer machen will, muss, soll, dann brauche ich dafür halt eine legale Feuerstelle. Burp. Ja, das finde ich immer wichtig bei solchen Sachen, dass man dahingehend, dass man ja immer eine gewisse Vorbildfunktion hat als Medienmensch, das dann so legal wie möglich auch immer einfach durchziehen sollte. Finde ich. Ja, kann man auch anders sehen, aber jo. So legal wie möglich und reproduzierbar. Ja, weil auch wenn man jetzt einen eigenen Wald hat, beispielsweise, in dem man Fäule machen darf, dann ist das natürlich schön und klar kann man das dann auch mal tun, selbstverständlich. Aber gerade für so einen potenziell reproduzierbaren Dingerich und was so einen gewissen Anleitungs- und Nachmachcharakter haben soll, und das würde ich schon anstreben, dann finde ich es wichtig, dass das halt auch dann reproduzierbar ist, wenn jemand kein Waldbesitzer ist, beispielsweise. Oder Imker, oder Jäger, oder der Förster, oder sowas. Ja, so.
Also, legal muss sein. Nochmal zu Szenario 1, Entschuldigung. Kurzes, spontanes Video, deshalb bin ich nur begrenzt vorbereitet. Also, Hut mit beliebiger Füllung. Ein Gegenstand nach Wahl von mir, ja, zum Beispiel Axt, Klappspaten. Weiß ich noch nicht. Bin mir noch nicht sicher, was ich da mitnehme. Plus Frau Emergency Drop. Also Frau E kommt vorbei und droppt noch drei zusätzliche Dinge gegen Abend. Aber nur, das ist wichtig, wenn ich bis dahin genügend Aufgaben erfüllt habe, um Frau E anzurufen, um den Emergency Drop quasi einzuleiten. Ja? Aufgaben kommen mal später noch dazu, müsst ihr euch zu Ende anhören, bevor ihr sagt, was ihr von Szenario 1 haltet. So, und die drei Gegenstände, die Frau Emergency droppen darf, muss sie sich selber ausdenken. Ja, das obliegt allein ihrer Verantwortung. So und so, wie ich sie kenne, kriege ich wahrscheinlich einmal was Nützliches, noch ein zweites Mal was so halbwegs Nützliches und als drittes Teil vielleicht ein Toaster ohne Strom. Keine Ahnung. Ich muss übrigens, das wäre dann auch nochmal wichtige Regel, alles mitschleppen, was Frau I mir mitbringt. Ja, also wenn sie der Meinung ist, es gibt zu wenig Steine im Wald, dumm für mich. Ja, sie weiß noch nichts von ihrem Glück, ich muss sie nachher erst instruieren, dass sie das machen darf. Aber sie legt ja großen Wert darauf, dass das dann lustig ist, also können wir uns auch darauf einstellen, dass das vielleicht eventuell tatsächlich lustig ist. Muss ja aber nicht zwingend sein, weil Szenario 2, das klassische Survival-Szenario, nämlich 5 Items plus Hut. Ja? Dass ich mir also die berühmten 5 Gegenstände, das war ja auch mal seit Ewigkeiten, geht da quasi diese Frage rum unter allen Outdoor- und Survival-Kanälen. Wenn du Survival machen müsstest, welche 5 Gegenstände würdest du mitnehmen? Oder von mir aus auf eine einsame Insel, in den Wald, was auch immer. Und da geht mehr oder weniger die Überzeugung in Richtung Feuer, also irgendwas zum Feuer machen, Schnur, ein Cover, also was zum Drunterliegen, was noch, was fürs Cutting, ein Messer, eine Axt, was auch immer und eine Canteen, also irgendein Gegenstand, in dem du ja, Wasser transportieren, heiß machen, kochen, sonst was in diese Richtung kannst. Ja? Das sind so die Standard 5 Teile. Ich würde es wahrscheinlich etwas abändern, weil ich manches nicht so ganz einsehe für 24 Stunden. Klar, wenn das jetzt so ein, die 5 möglichst sinnvollen Dinge, wenn du ewig lang in der Wildnis leben musst, sein müsstest, sein sollte, ja, dann würde man sich das wieder anders zusammenstellen, als zum Beispiel jetzt nur für 24 Stunden und ich weiß ja, dass Winter ist und würde das dann auch eben entsprechend anpassen. Beispiel, große Kapazitäten, ewig viel zu trinken mitzunehmen, brauche ich nicht, ist kalt genug draußen, da kann ich jedes Mal zum Bach rennen, wenn ich Durst kriege. Ja. Oder mir wirklich ein Plastiksäckchen voll machen oder eine Ecke von einer Rettungsdecke oder irgendwie so. Ja? Das, wie es sich da genau macht, weiß ich nicht. Und es kommt auch darauf an, was ihr mir überhaupt auftragt zu tun. Ja? So, das war jedenfalls Variante 2. 5 Survival-Gedöns-Sachen plus Hut. Auch wieder Hut mit beliebiger Füllung. Keine Sorge, da passt jetzt nicht unendlich Zeug rein. Ja, es geht nur um die Huttasche plus hier natürlich mein Hutband, wobei ich das nicht wirklich aufknoten möchte. Das habe ich ja schon mal gemacht, das ging ewig und seitdem habe ich dieses hier. Und im Grunde wäre das auch mal wieder fällig, erneuert zu werden, aber wenn ich es nicht muss, mache ich es nicht, sage ich jetzt mal. Wenn ich es muss, dann mache ich es, dann ist es auch okay, dafür ist es ja da. Und für optische Zwecke, ehrlich gesagt, meistens optische Zwecke. Gut, dann Szenario Nummer 3, das wäre ein Teil nach Wahl, Hut und mein Survival Kit. Ja, das würde dann also bedeuten, dass ich nichts Großes mitnehmen darf, dafür aber ein vollständiges kleines Survival Kit. Das ist das Ding, was ich auch standardmäßig im Rucksack drin habe. Ich habe das ein paar Mal vorgestellt, was da so drin ist. Ich kann es jetzt einmal kurz aufmachen. Ich würde es dann auch nochmal so bestücken, dass es wieder vollständig ist. Hin und wieder verbraucht man dann halt doch mal eine Kleinigkeit. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher.
ob da aktuell alles drin ist, was reingehört. Ungefähr so sieht's aus. Verschiedene Materialien, mehr oder weniger nützlicher Art. Ja, das wäre also mein Survival-Kit. Das wäre eigentlich so gesehen das realistischste Szenario, weil meinen Rucksack habe ich ja eh dabei. Da liegt das dann normalerweise, also auch nicht immer, kann ich nicht behaupten, aber mal oft liegt das dann da drin. Und dann hätte man halt eben quasi die Situation, die für mich am realistischsten ist, dass ich halt eben nur mit meinem Hut im Wald lande und noch meinen Rucksack und mein Survival-Kit dabei habe. Und das ein Teil nach Wahl, das ist quasi so die Winteranpassung. Weil im Sommer langt das. Im Winter, also ich würde schon sagen, es geht zur Not schon irgendwie, aber dann ist es nicht mehr legal. Sprich Wärmefeuer und so Späße, ja. Das wird dann, das ist ganz klar illegal und auch für Trainingszwecke meiner Meinung nach, zumindest in Deutschland, gibt es keinen Grund, keinen vernünftigen Grund, um sowas machen zu wollen. Ja? Abgesehen von der Legalität, die nicht da ist. Ne? So, theoretisch, wer mag, aber das werden die meisten eh nicht mehr jetzt interessant finden, Szenario 4, da hätte ich, ist wie 3, nur statt Survival Kit diese Gürteltasche, die würde ich mir dann noch individuell befüllen. Die ist halt insgesamt einen Ticken größer als mein Survival Kit Gedöns. Das ist eine NVA Magazintasche, glaube ich. Also vom Gesamtvolumen, da könnte ich mir dann noch ein bisschen spezielleres Zeug, das speziell für die Aufgabe gedacht ist, zusammenstellen. Und da müsst ihr mir einfach glauben, dass ich so ehrlich bin, dass ich mir das individuell zusammenbastel für das, was ich vorhabe und das so lasse, wie es ist. Also in dieser universellen Füllung, wie ich es immer im Rucksack drin liegen habe. Da müsst ihr mir einfach glauben, ne? Dass das so ist, weil beweisen kann ich das nicht. Also wer 4 interessanter findet als 3, der darf auch 4 auswählen. So, hatte schon erwähnt, dass hier oben irgendwo diese Abstimmungsmöglichkeit ist und da kann man dann eben das anklicken, was man haben möchte. Sonst könnt ihr natürlich zusätzlich gerne noch in die Kommentare schreiben. Aber was für mich zählt, ist tatsächlich diese Umfrage, die da oben irgendwo zu finden ist. Da mache ich das, was halt am meisten Stimmen hat. Ja? Bei Gleichstand suche ich mir was aus. So, zweiter Teil des Survival-Trainings besteht darin, dass ich bitte maximal, also sprich, wenn 10 zusammenkommen, dann 10 Aufgaben hätte, die ich während meines 24, sagen wir mal 22 bis 3, bis 21 Stunden Survival-Trainings absolvieren muss. Ja, also maximal 10. Wenn ihr nur 8 aufschreibt, dann sind es halt nur 8. Ist auch okay. Ne? Dann denke ich mir vielleicht selber noch eine 9. aus. So, und zwar, also wieder auch wichtig, legal. Ja? Also nicht fang den Hasen und verzehr den oder klauen Kuckuck die Eier oder irgendwie sowas. Ne? Das, davon abgesehen, dass das gar nicht geht im Winter, wäre alles nicht legal. Ja? Also wichtig. Da kann man auch mal gleich gucken, ob ihr beim Waldrecht aufgepasst habt. Zum Beispiel 10 Kilometer Strecke zurücklegen, einen Anti-Wolf-Speer bauen, eine Fackel bauen, Klassiker, Feuer machen, Essbares finden, könnten wir auch sagen, so und so viel Essbares finden, das wäre dann aber jeweils eine extra Aufgabe, ja. Also irgendwas Essbares finden ist fast schon so einfach. Und ihr könntet natürlich auch so fies sein und sagen, die Aufgabe gilt erst dann erfüllt, wenn ich 3 essbare Sachen gefunden habe oder sonst wie. Aber das wär gemein, insbesondere wenn ich dann noch 9 andere Sachen ähnlicher Komplexität tun müsste. Aber ja, lasst euch was einfallen. Oder zombiesicheren Schlafplatz finden. Oder eine Bachüberquerung. Oder x Arten Zunder sammeln. Also nicht 20, das gibt es nämlich nicht. Aber also wenn es völlig unmöglich ist, dann wird es von mir ignoriert, ja. Also es muss schon Zeug sein, wo ich sage, das ist noch im Bereich
des vernünftig halbwegs Machbaren. Also bitte auch keine Bear Grylls Aufgaben auf 40 Meter Douglasie klettern und gucken, wie die Aussicht ist. Oder irgendwie so ein Kram, ja. Das mache ich alles nicht. Also so kleine sinnvolle Sachen. Und nochmal bitte beachten, grundsätzlich ist das wichtigste und das oberste Gebot, wenn man wirklich in irgendeiner tatsächlichen Überlebenssituation sich befindet. Und diesen einen Aspekt bei so einem kleinen Training möchte ich schon auch gerne realistisch durchziehen. Verletzungsrisiko reduzieren. Ja, nicht irgendwelche Abhänge runterrutschen, nicht auf Bäume klettern, nicht von Stein zu Stein springen, wo man auch drum herum gehen könnte. All so ein Kram. Ja. Also das heißt, irgendwelche Super-Action-Sachen mit Rutschen Hang runter, der mindestens eine Hangneigung von 70 Grad hat und mit möglichst spitzen, stacheligen Felsen ausgestattet ist, ist klar. Oder springen mit dem Fallschirm vom Steinbruch und ne. Also ihr wisst hoffentlich, woraus hinaufläuft. Ich habe ja ein paar Beispiele genannt. Sowas in die Richtung, bitte gerne kreativ sein. So, und wie läuft diese Abstimmung ab? Also nur, wenn ihr Bock habt natürlich. Ach, das ist nochmal ganz wichtig. Wer da keine Lust hat, jetzt großartig hier kreativ zu sein, einfach bleiben lassen, ist auch nicht schlimm. Und wenn nicht, wie gesagt, wenn nicht genug Sachen zusammenkommen, dann denke ich mir einfach selber noch ein bisschen was zusätzlich aus. Das ist was halbwegs Angemessenes. Nicht allzu Schweres dann natürlich. Ja, und zwar folgendermaßen, ihr schreibt einfach die entsprechende Aufgabe, vielleicht unter Aufgabe Doppelpunkt oder irgendwie so, dass man gleich erkennen kann, dass es sich um eine solche handelt, in die Kommentare und, wenn es mehr als 10 sind, also auch gerne bitte Däumchen hoch bei den einzelnen Kommentaren verteilen, ja, und die 10 Aufgaben, die meisten hochgedaumend sind, bei Gleichstand suche ich mir was aus. die würde ich dann halt eben machen wollen. Es sei denn eben, es ist wirklich was, wo ich sage, das ist unmöglich, das kann ich nicht. Ja, oder das macht keinen Sinn. Dann erkläre ich dann aber beim eigentlichen Survival-Trainings-Video-Gedöns dann auch, warum ich das jetzt ausgelassen habe und warum das aus meiner Sicht keinen Sinn macht. Also ich möchte mir schon noch dieses Hintertürchen offen halten, aber ich versuche nach bestem Wissen und Gewissen die 10 Sachen, die ihr mir vorschlagt, dann auch tatsächlich umzusetzen. Ja, das darf auch Blödsinn sein, solange es unterhaltsamer und so halbwegs zum Thema passender Blödsinn ist. Also, keine Ahnung, nimm eine kleine gelbe Gartenschaufel für Kinder mit und grab ein Loch. Nein, weil das passt ja vom Ausrüstungskonzept her wieder nicht zusammen. So, jedenfalls, ja, ich überlasse es völlig eurer Kreativität. Es sind ja so ein paar Spinner, aber positiv, freundlich gemeint, ja. Ein paar Spinner durchaus dabei, die da vielleicht ein paar kreative Ideen haben könnten. Ich befürchte sehr, dass das passieren könnte. Ne? So, generell, im Hintergrund übrigens Kirchenglocken, ja, also nicht wundern, es ist 19 Uhr, da wird gebimmelt. Vielleicht noch was war das generell? Was wollte ich Ihnen sagen? Ja, also legal und sonst wie, und ich suche mir die aus, die am meisten. Ja, nee, dann habe ich doch eigentlich. Da fällt mir ja gar nichts mehr ein. Also das Abstimmungssystem ist klar, hoffe ich. Wer mag, schreibt einen Kommentar mit einer Idee und verteilt Daumen an die anderen Ideen und darf sich auch selber einen Daumen hochgeben für seinen Kommentar. Und dann kriegen wir das schon irgendwie zusammen. Ja, und wann mache ich das Ganze? In den nächsten Tagen. Ich würde mir das Recht rausnehmen, ab Veröffentlichungsdatum dieses Videos eine Woche Zeit zu haben, um mir dann halt einfach einen Tag auszusuchen, der mir passt. Ja, ganz ehrlich, ich nehme jetzt nicht unbedingt den, der das schlechteste Wetter in dieser Periode hat. Wenn wir in dieser Periode aber generell nur maues Wetter haben mit einem gewissen Regenrisiko, dann muss ich das halt durch. Wo mache ich das Ganze? Ja, mehr oder weniger halt bei mir im Nordschwarzwald. Muss ich mir auch noch genau ausgucken, wo ich das sein soll. Vielleicht eventuell, ja, dadurch, dass ich dann vermutlich geauflagt bekomme, dass ich irgendwie Feuer machen muss, bleiben dann gar nicht so viele Möglichkeiten übrig, wo ich halt Feuer machen darf, ne? Und ja, das schränkt das dann noch ein bisschen in der Auswahl ein.
Was für mich nicht zwingend erforderlich ist, dass ich das in einer unbekannten Location mache. Viele Leute haben beim letzten, beziehungsweise ein insbesondere nerviger, hat beim letzten Survival-Training angemerkt, das ist ja voll unrealistisch, wenn du dich da so halbwegs auskennst und du bewegst dich ja auf Wegen. Voll unrealistisch. Also, erstens, was ist denn so der mit realistischste Fall, wo man mal irgendwie im Wald bleiben muss, weil man sich da irgendwie verlaufen oder sonst was hat? Beziehungsweise, dass man sich ein bisschen verlaufen hat oder sowas in der Richtung, ist wahrscheinlich der realistischste Fall, wenn man irgendwo im Wald bleiben muss. Warum? Was für ein Fall von Survival, der nicht völlig hanebüchender Blödsinn oder nur aus Spaß ist, sieht bitte vor, dass plötzlich keine Waldwege mehr verfügbar sind. Ja, da habe ich mich schon mal drüber aufgeregt, was soll da los sein? Fremde Armeen, die jetzt auf sämtlichen Waldwegen patrouillieren oder sonst irgendwie, das ist doch alles Käse. Und deswegen ist doch Quatsch, natürlich kann man Waldwege benutzen, wenn sie da sind. Es gibt auch kein ausgesprochen nur Waldwege für zerstörendes Erdbeben-Szenario oder den großen Waldweg-Bohrwurm, der jeden frisst, der auf dem Waldweg unterwegs ist und so ein Quatsch. Verletzungsminimierung, ja. Wenn du die Möglichkeit hast, irgendwo unterwegs zu sein, einfacher als dich durchs Unterholz zu hacken, dann hack dich nicht durchs Unterholz. Das ist völliger Blödsinn. Was noch? Was war das andere? Waldwege und genau, dass man sich da unbedingt im fremden Gebiet befinden muss für ein realistisches Survival-Training. Naja, ganz ehrlich, da ist mir der Faktor Feuerstelle muss da sein. Ehrlich gesagt lieber, ne? Dass ich da halt eine Option habe, legal Feuer zu machen, aber mich dann logischerweise, weil wenn ich weiß, dass an der Feuerstelle ist, dann war ich da schon mal, dann kenne ich mich da ein bisschen aus, dass ich dann halt in der Hinsicht nicht blind bin zur Umgebung und dann vielleicht gegebenenfalls auch so ein bisschen weiß, welche Ressourcen da so verfügbar sind und welche nicht. Ja? So, das ist dann halt so. Da müssen wir dann durch. Ah ja, doch, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Diese Aufgaben, diese 10, die sind natürlich dafür da, um für mich halt irgendwie einen gewissen sportlichen Effekt daraus zu holen. Soll heißen, ich sollte natürlich versuchen, möglichst auch alle 10 gelöst zu kriegen. Und wenn ich das irgendwo normal mache, dann mache ich halt 12. Irgendwie damit da eine Steigerung und eine Herausforderung halt dabei ist. Ja? Und ich habe mir überlegt, da ich keinen Bock habe, allzu sehr zu hungern, ehrlich gesagt, und es ist Winter, selbst der größte Profi, der ich nicht bin, findet im Winter so gut wie nix und wirklich nur minimalste Mengen an Essbaren. Beziehungsweise du musst den ganzen Tag nichts anderes machen als Essbares suchen und dann kommst du vielleicht auf, weiß nicht, 300, 400 Kalorien, 500, wenn du Glück hast. Ja, je nach Situation, je nach Region. Es gibt natürlich schon so ein paar Lebensräume, die auch im Winter gewisse Mengen an Nährstoffe bereithalten. Plus die Option mit dem tierischen Eiweiß, was man sich eventuell noch reinziehen kann. Aber innerhalb der Bereiche, die eben legal noch einigermaßen möglich sind, sind wir dann ganz schnell bei ja, nur sehr wenig Möglichkeiten zur Kalorienversorgung. So, und da ich wie gesagt keinen großen Bock habe zu hungern, auch wenn es technisch gesehen gar nicht mal so unsinnvoll wäre und mir wahrscheinlich nicht schaden würde, habe ich mir überlegt, dass ich pro 3 geschaffte Aufgaben jeweils dann, entweder habe ich es im Rucksack schon dabei, je nach Szenario, oder das kommt dann per Emergency Drop, ein kleines bisschen was zu futtern krieg. Ja, weiß nicht, Haferflocken, Säckle Reis, irgendwie sowas, ne? Also so sehr survival-mäßige Nahrung. Jetzt nicht unbedingt vielleicht auch ein Dosenburger, denn für die meisten Leute ist der ja Survival Food, so wie der schmeckt. Ja, mal gucken. Ich denke mir noch was aus, aber ich würde mir dann das Recht rausnehmen, pro 3 erfüllte Aufgaben ein kleines bisschen was zu essen haben zu dürfen, ja? Ob ich dann von der Ausrüstung her überhaupt in der Lage bin, das warm zu machen, ist eine andere Frage. Deswegen würde ich einen Teil der möglichen Belohnungsessenssachen auch so wählen, dass man die auch kalt mampfen kann. Irgendwie so in diese Richtung wird das gehen. Das weiß ich noch nicht hundertprozentig, da müsst ihr euch ein wenig überraschen lassen. Aber ich habe halt einfach keinen Bock auf 24 Stunden nichts essen. Das kann man mal,
und das bringt einen nicht um. Und ich habe das auch schon gemacht, so dass ich sagen kann, habe ich erlebt im Leben. Geht sogar erstaunlich gut. Mein Magen fängt recht früh an, damit klarzukommen, dass er halt nichts kriegt. Aber na, ganz ehrlich, habe ich jetzt keinen Bock drauf. So, aber damit haben wir dann wirklich alles durch. Dann sage ich Dankeschön. Bin gespannt, was da so in den Kommentaren so landet. Und werde euch dann gegebenenfalls verfluchen. Ah, ganz, ganz liebevoll. Tschüss.